Hausrat klaut? Containerweise Hausrat? Nicht bekannt. Fotografieren mich, ja, oder was? Nein, das ist... Ich habe nämlich so einen Fall gehabt, ich hatte ein Lager gehabt, Hausrat drin, Vermieter hat es ausplündern lassen, Polizei kam angefahren, ich habe Platzverweis bekommen. Am nächsten Tag habe ich die Diebstähle wieder verhindern wollen, haben die wieder die Polizei gerufen, ich bekam einen Platzverweis und die haben das ganze Lager leer gemacht. Ein paar Tage später wurde ich aufgefordert, einen Geldkoffer auf dem Parkplatz abzustellen. Und der Mann, der mich anrief, behauptet, er wäre früher Polizeibeamter gewesen. In seinem Elternhaus wohnt jetzt ein Polizeibeamter. Seine Stiefmutter wohnt mit der Staatsanwältin im selben Haus, die gegen ihn vorgehen sollte. Und er hat kräftige, vielzählige Beziehungen zu Ratsmitgliedern der CDU. Der Mann läuft heute noch frei rum. Kann ich nichts zu sagen. Und hat am Telefon gesagt, leider machen wir das schon zu lange. Ja gut, kann ich Ihnen nichts zu sagen, weiß ich nicht. Das muss aber eine geübte Mafia sein. Ist wirklich wahr. Mafia und organisierte Kriminalität. Organisierte Auftragskriminalität. Ja, genau, das ist ein Fachgebiet. Wessen Fachgebiet? Ach, Ihr Fachgebiet ist das. Das ist gut, wann können wir uns mal unterhalten? Ich mache eine Aussage. Ich bin ja nicht in Paderborn tätig, beziehungsweise hier in Bielefeld. Sondern ich arbeite in Paderborn und dann müssen Sie nach Paderborn. Ja. Gut, das mache ich. Ja. Müssen wir mal bei Gelegenheit einen Termin ausmachen. Das mache ich auch, ich habe Zeit. Seit die Leute mich finanziell ruiniert haben, habe ich viel Zeit. Ja. Das war 2004. Und bis heute hat sich nichts getan, außer dass Akten vernichtet wurden, CDs wurden vernichtet, Erpressertelefonate vernichtet, ja. Und die Herrschaften, dieser Rädelsführer, der wurde für gesund erklärt und ich wurde für krank erklärt. Ich konnte aber alles beweisen. Ja, wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Da müsste ich mich erst einlesen.